Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Und ich würde auch mal sagen, wir legen direkt hier los. Genau, wir spielen hier die Partie gegen Hamburg, also Hamburger SV. Und ich würde sagen, let's go! So, wir müssen jetzt hier. Sie wechseln aus. Sie hoffen natürlich, erstmal, dass hier mehr geht als dieses ohne. Kurz was hier einstellen, Moment. Okay, da bin ich wieder. Muss hier kurz mal was ändern. So, Spiel fortsetzen. Entschieden. Schauen wir mal, was der Joker nun bringen kann. Ja, ja. Bin ich denn? Da. Ich bin ja gerade absolut aus FIFA raus, weil ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Ball beim Keeper. Deswegen. Edward Nketiah. So. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Er ist frei, da kann was draus werden. Was? Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. VfB macht das 1-0. Ich weiß gar nicht, die sind ja auch gerade aktuell in irgendeiner, also auf der Bundesliga auch auf dem dritten Platz, soweit ich weiß. Ganz cool im Tor unterzubringen. Bin, glaube ich, auf dem dritten Platz auch in der Bundesliga, ne? Nach Bayern. Und Bayer Leverkusen ist natürlich Erster. Und die holt auch keiner mehr ein. Die haben super gespielt, also absolute Weltklasse, wie die Saison in diesem Jahr gemacht haben. Also, Junge, das ist auf jeden Fall sehr geile Bundesliga gewesen. Und Bayern ist natürlich auch nicht mehr Meister nach 11 Jahren oder sowas. Also, das ist auch so ein Punkt, was man ansprechen sollte. Ja. Also, irgendwann war es ja auch mal Zeit, dass sie mal nicht mehr Meister sind. Also, seit 11 Jahren, glaube ich, oder 12, weiß ich nicht, sind die halt schon Meister. Also, ist halt einfach langweilig. Und ja, 2024, da ist Bayern Leverkusen jetzt Dings geworden. Da sind uns die aktuellen Ereignisse dazwischen gekommen. Das bitte ich zu entschuldigen. Tor also für Union Berlin. Sie führen mit 3-1. Oder er schießt. Und dann doch der Ballverlust. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Oh, der ging sogar noch fast rein. Weil er natürlich zur Stelle ist. Die Ecke kommt. Er geht vorbei. Riesenchance. Sie bekommen ihn nicht in den Griff ja. Heute. Also Bayern ist ja auf dem zweiten und VfB Stuttgart ist sogar, glaube ich, auf dem dritten. Aktuell, ne? Ich weiß es nicht. Aber Bayer Leverkusen hat die Meisterschaft so oder so schon gewonnen. Also die können die Punkte nicht mehr aufholen. Die haben die Meisterschaft gewonnen. Ich weiß gar nicht, es gibt noch ein paar Spiele, glaube ich, in der Bundesliga. Aber spätestens dann sind sie halt Meister. Also sie sind schon Meister, weil sie halt nicht mehr eingeholt werden können. Dafür gibt es zu wenig Spiele noch. Es gibt Freistoß für den HSV. Also die holt keiner mehr ein. Und ich sag mal so, die letzte Season hat ja Bayern auch ganz knapp gewonnen, ne? Also die haben ja beide, also Dortmund und Bayern hatten ja beide eine Punkte. Die letzte Saison war auch ganz knapp, ne? Mit dem Gewinn. Aber ich glaube, irgendwie wurde dann noch, also irgendwie wird das dann nochmal so gezählt, dass sie gewinnen. Also ich glaube mit Ball Präsenz und sowas alles. Ich glaube, das wird alles noch gezählt, diese Werte. Und dann wird dann geguckt, wer war am stärksten und ja, dann hat so ein extra Punkt und halt dann sozusagen 72 Punkte. Riesenschuss! Ja. Erhalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Bam! 5 Tore, Alter. Ja. Sind ganz einfach überlegen, also ich mag die Mannschaft VfB Stuttgart irgendwie. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Mist. So, liebe Zuschauer, aus dem Studio bekommen wir jetzt die Infos zum Spiel irgendwo im Westweserstadion, denn da gibt es ein Tor. Wir haben hier das nächste Tor für Union Berlin.
Neuer Spielstand damit 4:1. Gespielt sind. Was macht er da? Was? Tor für den VfB Stuttgart. 6:0, Alter. Ah, es. Ich weiß nicht, was für eine Schwierigkeitsstufe ich über rein. Nochmal dieses Ball. Wir sehen, wie er die Gegner reinweise stehen lässt. Und da gibt es dann nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Dritt ist er. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Diesen Blick zum anderen Spiel mussten wir leider kurzfristig abbrechen. Torerfolge also für. Oh, das könnte was werden. Abs-Tore. Boah, ich habe eine 9,9 bewertet. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. War fast eine 10. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie liegen deutlich vorn bis hierhin. Boah. Da ist das Tor. Der ging auch noch rein. Na, wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war jetzt der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. So. Da haben sie die Chance. Hat's. Neun Tore. Also langsam wird's langweilig. Glück oder Können? Auf jeden Fall geht der Ball an den linken Pfosten und dann rein. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt vor der Entscheidung spreche. Er kann dieses Duell gewinnen. Und das ist keine Karte, aber deutliche Worte vom Schiri. So eine Aktion will er nicht mehr sehen, sonst gibt's Gelb demnächst. Schiedsrichter ist das, Junge, die sagen Schiri. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Oh, hier mein Spieler gefault. Und er schießt. Fast noch ein Ehrentreffer haben die gemacht. Parade. Wir sehen den Wechsel. Komm, vamanos. Jetzt die Ecke. Erstmal geklärt. So, let's go. Das letzte Tor. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Die Chance. Wow. Ja, den dann noch gekriegt, Alter, das war voll das geile Ding. Oh Mann, das wäre so ein geiles Tor gewesen. Eine Minute noch. Komm, in der Minute muss ich jetzt das Tor schießen. Ah, oh, da geht er vorbei. Batz, Junge, das ist 10:0. Und das, meine Freunde, ist wirklich ein geiles Spiel gewesen gegen Hamburger SV. Also, wir haben die komplett platt gemacht, wir haben 10 Tore geschossen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Jo, also 10 Tore in einem Spiel zu schießen. Ich weiß ja nicht, ob das so normal ist. Also in der normalen Bundesliga ist das irgendwie noch nie passiert, außer bei den einen Vereinen. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr davon, aber die hatten ja irgendwie 14 Tore oder so geschossen. Aber ich weiß nicht, ob das in der Bundesliga war. Keine Ahnung. So. Perfekt. Tabelle. Wir sind auf dem ersten Platz, meine Freunde. Und da werden wir jetzt auch bleiben. So, wir sind auch jetzt in der Startelf. Das ist auch ganz geil. So, gute Spielleistung. Let's go. So, wollen wir mal kurz was in den Shop gucken? Hey, warum gehe ich jetzt in den Kalender rein? Da wollte ich doch gar nicht rein. Was wollte ich jetzt nochmal? Egal. Egal, ich wollte irgendwas. Hab's aber dann vergessen, perfekt. Oh, ich bin sogar Stürmerposten. Und ich bin eine 85, Alter. Also es wird nicht mehr lang und dann wird wahrscheinlich die FIFA-Karriere beendet. Denn sobald ich alles Maximum habe, dann werde ich wahrscheinlich dieses Spiel nicht mehr spielen. Vielleicht spiele ich dann FIFA 24. Aber so anders ist das ja dann auch nicht. Von daher. Da ist die Chance. Deswegen. Also muss ich mal gucken. Ganz allein läuft er da am Ende aufs Tor zu. Kein Problem. Das macht er ganz gut. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen.
Let's go, let's go, let's go. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. Komm, schieß. Energischer Vorstoß. Das war eine richtig gute Möglichkeit, Mist. Aber jetzt der Ballverlust. Mist. Erwarten wir heute einiges. Er ist auf bestem Wege, den Torerekord in der Liga zu brechen. Wer hätte das gedacht? Der ist überhaupt nicht zu stoppen, nicht aufzuhalten. Macht vor dem Tor. Bam. Und der VfB mit dem Tor. Wieder ein Tor. Let's go. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass er noch reingeht, aber irgendwie. Im Moment läuft es natürlich. Ist er tatsächlich noch drin gelandet? Ja. Weiter Ball, Abwehr findet kein Mittel. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Boah, wie schlecht ist der denn gespielt, Alter? Was das denn gerade für ein Bug, Alter? Habt ihr es gesehen? Da ist er alleine durch. Let's go, 3-0. Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. 3-0. Da haben wir nochmal diesen Treffer. Erst kommt der Doppelpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Sie können sich hier weiter absetzen. Wo willst du hin? 3-0. Ja, let's go. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Das mache ich. Sich durchsetzen. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Oh, Mist. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erstmal geklärt. Jetzt. Oh, viel Platz jetzt. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. So. Sie haben den Ball. Ja, jetzt. Okay. Weiter geht es mit einem Einwurf. Ah, das war zulässig. Ja. Jetzt ist der Platz da. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Boah. Pass bleibt hängen. Ah. Wäre eine gute Torchance gewesen. Super dieses Zuspiel. Ja. Wie dumm kann man auch sein, Alter? Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Die Gelegenheit. Was? Tor Stuttgart. 4-1. Boah, let's go. Komm jetzt. Drück doch auch mal. Danke. Okay. 4-1 ist ein wirklich geil. Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Jetzt könnte so. Stuttgart vielleicht über außen kommen. Die Chance hier. 5-1. Das nächste Tor, das ist natürlich stark. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, euer Sandro. Ciao.